Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni und eure Meinung, oder zumindest die eine Meinung, die bisher dazu sich geäußert hat, hat gesagt, ich soll die Kämpfe drin lassen, also lasse ich sie erstmal drin, bis jemand was anderes sagt. Wenn nämlich jemand findet, dass wir zugehören, dann könnt ihr auch dazu und... Hilfe. Deswegen beginnen wir jetzt auch gleich mal mit einem Kampf. Wie gesagt, ich würde so gerne Episoden nachholen können oder sowas. Aber, naja, mal ganz abgesehen davon, dass es zeitlich immer ein bisschen schwer ist. Einfach mal so. Und ich bin gerade gestorben. Ich weiß das. Er braucht... ja, doch. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. So gut wie. Der eine würde jetzt auch nichts mehr rausreißen. Oh Gott, sind die Gegner hier schwer. Da fuck. Okay. Sven. Ich habe ein Problem. Kannst du fliehen? Nein, kannst du nicht. Und das bedeutet, ich bin so gut wie tot eigentlich. Ja. Oh, der macht so viel Damage. Das soll ein Tank sein. Das soll ein Tank sein. Ist er nicht. Nee, kein bisschen. Was ich machen werde, ist offscreen trainieren. Zum Beispiel jetzt in solchen Fällen. Wenn ich merke, dass ich, nein, natürlich nichts auf dem Startbildschirm. Hallo, ich habe gerade eben erst geladen. Ja, einfach, wenn ich weiß, dass ich noch unterlevelt bin, dann werde ich ein bisschen trainieren auf Screen und ich denke mal, da hat dann niemand was dagegen. So, ja. Ansonsten werde ich die Kämpfe erstmal drin lassen. Und vergangene Episoden, wie gesagt, kann ich nicht nachholen. Erstens mal eben wegen zeitlich und zweitens mal, und das ist eigentlich das viel dringendere, meine Uploadrate reicht genau für 3 Videos am Tag. 3 15-Minuten-Videos, wohlgemerkt, ungefähr. Also, meistens so. Wenn man 16 oder 17 Minuten lang ist, geht es meistens auch noch. Aber arg viel geht nicht mehr, leider. In der Wohnung war es anders, bis vor ein paar Wochen noch. Aber mittlerweile ist es leider so. Wow, der verfolgt uns sehr lange. Sehr, sehr lange. Okay, lass uns mal kurz uns hier zurückziehen. Ja. Geht leider nicht. Doof, aber ist halt so. Uploadleitung ist leider gegeben. Und ja, ich werde jetzt hier ein bisschen trainieren und wir sehen uns dann, wenn ich ein paar Level aufgestiegen bin. Und dann lasse ich aber die Kämpfe so drin, die so kommen. So, kurzes Update. Wir haben nach etwas Training einen Soldaten-Hotzisse erhalten. Das nehmen wir dann. Sorgan, Sorgio, Sorkan, Sorda. Gefällt mir alles nicht. Nennen wir die denn? Sieht mir irgendwie aus, ein bisschen wie eine Sonnenblume. Aber ich denke mal, da gibt es noch irgendwas Ähnlicheres wie eine Sonnenblume oder so. Eine Soldatenhotzisse. Na gut, nehmen wir es erstmal. Ich bin so schlecht mit Namen. Ich möchte das LP damit nicht in die Länge ziehen. Deswegen lassen wir das erstmal weiter trainieren. So, Leute, mit diesen Leveln müssen wir uns jetzt zufrieden geben, was ich gerade erspielt habe. Das bedeutet auch, dass wir irgendjemand noch neue Tricks beibringen können. Huch, dir auch. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das bringt mir nichts. Oh, cool. Das möchte ich mal ausprobieren. Hä? Also mal hier, Ruf der Finsternis, mit Blindheit. Was, ein schauriger Stimme aus dem Jenseits lässt einen einzelnen Gegner bewusstlos werden? Okay, das ist natürlich nice. Das können wir mal, benutzen. Verflucht und... Ah, Seelenstähler, das hört sich auch ganz gut an. Mehr. Entladung ist sehr wichtig, heilende Träne ist sehr wichtig, die können wir im Moment nicht, weglegen. Dafür können wir dir aber, heiliger Regen geben. Aller Verbündete heilen, das ist nicht schlecht. Und wir brauchen nicht zweimal fast denselben. Nehmen wir noch den Wirbelsturm als ultimativer Angriff für alle Fälle. Joa. Das ist Gegenwind. Das ist auch heftig. Geben wir mal den... Was? Stimulanz. Moment. Was ist Stimulanz? Na, brauche ich. Ja, sollte, muss so reichen. Ich habe nämlich keine Mana-Tränke mehr. Das heißt, wir sollten damit auskommen. Oder wir müssen halt wieder
recht viel zurücklaufen. Also hoffe ich mal, dass wir damit klarkommen werden. So, wir werden aber trotzdem versuchen, Gegner zu meiden, auch wenn ich die jetzt mit in die Episode aufnehme. Ist es trotzdem etwas, was ich... Oh Gott. Ha. Das ist heftig. Scheint es auch nirgends irgendwas zum Regenerieren zu geben. Das heißt, ein falscher Schritt und... Hilfe. Ja, das war der falsche Schritt übrigens, falls ihr den nicht erkannt habt. Oh Gott, ich glaube, wir müssen da noch echt noch ein bisschen trainieren. Oder irgendwas machen davor. So klappt das, glaube ich, noch nicht. Das ist übel. Nehmen wir mal das Twisthorn und ausweichen, bitte. Hab ich jetzt alles ausgewichen? Bitte. Wäre echt nett. Wir machen den beinahe keinen Schaden. Das ist übel. Bam. Heilende Träne, bitte mal. Ja, ich muss definitiv nochmal zurück und mehr Zeug holen. Ja, 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 ja. So leicht kommen wir da noch nicht hoch. So gerne ich das auch hätte. Die sind noch etwas über uns. Also nicht, dass wir die nicht besiegen können einzeln, aber ich meine, ich verbrauche immer meine gesamte Mana dafür. Nein, ich brauche die Mana. Okay, never mind. Wir können sie gar nicht besiegen, offenbar. Von mir aus. Wir haben jetzt noch dich mit einem Wirbelsturm. Der erstaunlich wenig macht. Der. Ja, ich glaube, ich lasse mich töten. Come on. Okay, Leute. Wir sehen uns nach noch sehr viel mehr Training. Hilfe. Das sind viele Gegner. Viel zu viele. So, Leute. Ich dachte mir mal. Wenn ich gerade nicht in der Hauptstory weiterkomme. Erstmal habe ich ein bisschen trainiert. Und zweitens mal, holen wir uns doch einfach eine kleine Extra-Mission, richtig? Du isst Koro... Was? Du isst Koro Denk Kuglein? Ich esse viele Male. Entschuldigung, ich habe... Ich angeben. Was? Du willst Pilz aus Wald oder Kräuter vielleicht? Kann ich helfen? Das hoffe ich, wir suchen Pebblepilze. Ich habe gehört, die wachsen hier in ihrem Wald. Pebblepilze? Ich weiß, wo es gibt. Oh, wirklich? Also würden Sie uns sagen, wo? Pebblepilz sammeln gefährlich. Du findest nur oben auf großen Baum. Nur mein Volk kann hingehen. Ich hole für dich. Wo, wirklich? Das ist aber tierisch nett von Ihnen. Aber ich habe Bitte. Okay, natürlich. Was könnte ich für Sie tun, Fräulein? Ich will besonders essen. Ich will Karo Denke Kuglein. Karo Denke, was? Mein Volk hört viele Geschichten, das sehr, sehr gut schmeckt. Ich tausche gegen Pebblepilz, ein Karodenk Kuglein. Okay, einverstanden. Wir sind gleich wieder mit... Was? Hä? Huch. Halt. Öffnen, bitte. Einfach nur öffnen. Ein Plitschbär. Uiuiuiui. Okay. Wer kann das denn tragen? Du? Nein. Du Sturmspeer. Du wahrscheinlich, oder? Jo. Cool. Okay. Ausrüstung können wir natürlich auch noch ordentlich. Jojo. Gibt noch einiges anderes zu tun, als einfach nur zum Piraten zu gehen. Kado Denk Kuglein. What? Finden wir das vielleicht da? Oder ist es auch nur ein Ausgang direkt auf die Karte? Offenbar auch nur ein Ausgang auf die Karte. Oh. Huch. Ich würde mal... Huch, anderer Charakter. Please, dankeschön. Au, das hat übrigens wehgetan. Wir nehmen erstmal die da, wenn mir gerade im Weg ist. Entladen. Und ich... Natürlich gehe ich nicht auf das Ziel, wo ich gerade ausgewählt habe. Nö, 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 nö. Bam. Und... So. Stufe 13, Stufe 14. Okay. Wir sehen uns dann in einer anderen Quest oder so. Ich dachte, die wäre vielleicht, weiß nicht, logischer. Keine Ahnung, was ich mit diesem Hinweis anfangen soll, leider.
Naja. Wow. Hilfe. So, Leute, dann kümmern wir uns einfach um ein paar Monsterjagden. Die haben wir bisher noch recht wenig gemacht. Und das erste Monster ist der Dampfhans. Ja, das sind besondere Monster, die man noch für Belohnungen, also für Stempel und andere Belohnungen, ja, bekämpfen kann. Mal schauen, ob wir es gut hinter uns bekommen. Und ich würde gerne dich als Erster erstmal die Ads ausschalten. Richtig. In bester MMO-Manier. Bam, bam, bam. Und scheint sowieso... wir kriegen ordentlichen Schaden. Ich wollte gerade kurz mal sagen, so viel Schaden macht er nicht. Doch, doch, macht er. Ich das hasse, dass es immer auf einen anderen geht, je nachdem, wenn ein Verbündeter mal eine Aktion ausführt. Das ist nicht so gut. Nicht gut. Und okay, Ad besiegt. Das heißt, ich gehe mal kurz zurück. Tu mal alle ein bisschen stärken. Wir gehen auf Angriff. Und du wirst auch noch geheilt. Keine Sorge. Aua. Das tat irgendwie ein bisschen weh. Schlecht. Okay, jetzt kann ich wieder was machen. Blinkheit. Machen wir mal ein bisschen. Bam. Very nice. Dann kann ich nämlich jetzt auch ein bisschen angreifen. Waschmann Ladung. Wie viel Schaden machst du? Du machst sehr viel Schaden. Okay, ich muss mir, glaube ich, echt keine Sorgen machen. Nö, der Gegner geht. Definitiv. Und wir kriegen wieder ein ganzes Ding voll. Eine ganze Stempelkarte voll. Das heißt, es sollte sich auf jeden Fall gelohnt haben. 31. Aber wir machen gleich nochmal eine, weil wir gerade dabei sind, richtig? Und zwar ist das... Wartet kurz. Da sieht man ja alles Schöne. Auf den Klippen südlich von Schweinfurt. Also müssen wir erstmal zurück an den Strand. Wo ist eigentlich unser Schiff? Na, ist egal. Okay, von mir aus. Ist ja nicht da beim Tunnel. Mysteriös. Oh, die Gegner hauen schon vor uns ab. Das ist natürlich super. Das hilft uns sehr, 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 sehr arg. Auf den Klippen südlich von Schweinfurt müsste auch noch irgendein besonderes Monster sein. Ist es das da oben? Das ist doch normal, oder? Aber ich glaube, das war seefahrtmäßig gedacht. Also wir müssen hier mit unserem Schiff... Das Gute ist, wir können uns jederzeit dann wieder nach Schweinfurt teleportieren. Das ist ja kein Problem. Klippen südlich von Schweinfurt. Oder ist es? Ob das das ist? Das ist ein besonderes Monster, oder? Okay, ich werde es mal ausprobieren. So. Immerhin heilen kann man sich in dem Spiel echt schön. Und auch trainieren. Wenn man neben der Stadt trainiert, geht es eigentlich echt schön voran, weil man keine Items einsetzen muss, sich sehr schnell wieder hochheilen kann und so. Dann macht es schon Spaß. Nur jetzt bei der Piratenbande, da gibt es halt nirgends wirklich Möglichkeiten, sich zu heilen. Natürlich nicht so gut. Nicht so gut. So. Flussus Longus. Okay, ein römischer Name oder was? Der mit dem langen Fluss oder was? Okay, von mir aus. Du darfst dich nennen, wie du willst. Das ist auf jeden Fall nicht so leicht zu besiegen sein, schätze ich mal. Wobei er uns jetzt auch nicht Probleme macht. Er greift so selten an. Alle auf Angriff! Bah! Nö, er macht es auch nicht sonderlich viel Schaden, also von dem her. Weiß nicht, was er später noch vorhat, aber ich glaube, ich verkürze das Ganze mal mit dem Tornado. Wenn mein Tornado macht es auch nicht. Nee, das war falsch. Angriff! Traumschau vielleicht. Wie steht es zum Wasserschaden?
Nicht sehr. So stehst du also zu Wasserschaden. Halt. Ich möchte hier nicht. Ich glaube, den hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, welchen Leuten ich welche Fähigkeiten ausgerüstet habe. Das ist zu viel für mich manchmal. So, du bist verflucht. Lass mich dich nicht heilen, okay, von mir aus. Das gefällt mir nicht. Ja. Nimm du mal bitte ein Sandwich zu dir. Thank you. Gut, das hätte ich jetzt auch eigentlich für meinen Healer ausmachen können. Komm mal. Ja, danke schön. Irgendwie sieht er leicht down aus. Also leicht geknickt. Als ob er keine Lust hätte zu kämpfen. Wie aus? Oh, das könnte, glaube ich, heftig sein, wenn er mich trifft. Und das war's schon. Der Gegner war jetzt echt nicht sonderlich. Na gut. Dann sind die Monsterjagden ja doch was, was man mal machen kann. So, wenn mir mal nichts anderes einfällt und wenn man sowieso gerade am Leveln ist, dann kann man das, glaube ich, sehr schön machen. Okay, reisen nach Schweinfort dahin. Einfach, weil wir es können, richtig? Mein, wer muss schon lange Laufwege ertragen, wenn er einfach sich teleportieren kann? Und auf zum Eulenexpress. So, sind wir da. Tipp. Lange Laufwege werde ich euch aber weiterhin, denke ich mal, rausschneiden, weil das, nee. So, was haben wir hier? Erlaube es, das wäre schon mal nicht schlecht. Sammeln wäre auch nicht okay, schlecht, aber ich glaube, ich tue tatsächlich Rückenwind, damit ich schneller mit dem Schiff fahren kann. Ich sollte erstmal meine Prämien einfordern, so ganz, leicht wäre das, glaube ich, ganz gut. Bam, bam, bam. Thank you. Okay. Ich auch gleich. Yay! Dann kriegen wir nochmal einen Blitzspeer. Toll. Habe ich mir gerade den einen umsonst gekauft. Hui, nochmal eine Mission. Wir hätten zwei. Naja, ich möchte ja sowieso das eine. Das passt schon. Woo, nice. Wann kriegen wir eigentlich die Dinger hier? Dann müssen wir echt alle erst fertig machen. Komisch. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, was ist dann für diese Episode? Wow, eine Stunde Rohzeit für diese Episode. Das ist übel. Das ist dann auf wahrscheinlich nicht mal 15 Minuten runtergeschnitten. Ha. Ja. Ciao, Leute.